Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Bevor ihr euch fragt, warum sieht Pia so fertig aus, sie hatte einfach keine Lust, sich heute zu schminken. Deswegen müsst ihr mit diesem Anblick leben. Ich hoffe, es ist erträglich und nicht ganz so schlimm. Falls nicht, macht die Augen zu und hört einfach nur. Bevor ich dieses Video anfange, möchte ich mich einmal ganz, ganz herzlich und persönlich bedanken bei Katrin Dörfling. Und zwar hat die liebe Katrin mir ein Riesenpaket zusammengestellt mit Dingen, die mir im Leben sehr, sehr wichtig sind, beziehungsweise die ich total gerne mag und die mir mein Leben verschönern. Und hinzukommend hat sie auch noch ein selbstgebasteltes Geschenk reingemacht. Einmal hat die liebe Katrin hier mir Badezusätze gegeben. Baden finde ich gerade im Winter immer extrem toll, befreiend und sehr entspannend. Für die, die eine Badewanne haben, probiert es einfach mal aus. Dann gab es Schokolade, über die ich mich auch sehr freue, weil ich liebe Schokolade über alles. Es gab noch Chips. Die sind aber leider schon in meinem Bauch verschwunden. Und jetzt, wo ich wirklich echt ohne Scheiß total dankbar bin und ganz, ganz gerührt war, erstmal schön gebastelt mit einem Anker und so weiter. Und dann gab es für mich von der lieben Katrin eine wunderschöne Kette. Na? Und dazu passende Ohrstecker. Ich werde es in Ehren halten, ich werde es auf jeden Fall tragen. Ich finde es wunderschön und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Und natürlich kriegst du auch noch eine Antwort von mir. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht so via Video freust du dich auch. Dankeschön, Katrin. Ich drücke dich fest. Ich wünsche dir eine wunderschöne Weihnachtszeit erstmal. Dem Rest natürlich auch. Aber jetzt zum eigentlichen Teil des Videos. Heute werde ich nämlich mit euch zusammen backen. Und zwar ist ja die Weihnachtszeit sehr bekannt dafür, dass man immer Plätzchen backen muss und so weiter und so fort. Mir gelingen Plätzchen nie, aber ich habe mir jetzt einfach mal ein Rezept rausgesucht. Vegane Bananen-Mandelkekse, so nennen sie sich laut Rezept. Ich habe es selber auch noch nie ausprobiert, aber ich habe mir gedacht, hey, das erste Mal möchte ich gerne, dass ihr dabei seid. Also heute für euch vegane Weihnachtsplätzchen. Bevor wir hier anfangen, erstmal eine kleine Information, was wir brauchen. Also der Ofen, der läuft gerade schon. Ich heize den gerade vor auf 200 Grad. Dann brauchen wir eine halbe Tasse gemahlene Mandeln. Wahrscheinlich gehen gemahlene Haselnüsse oder sowas auch. Eine reife Banane. Wenn man Bock hat, Mandelsplitter und nachher einen Esslöffel Olivenöl. Und sonst braucht man eigentlich nur ein Backblech mit Backpapier drauf. Ja, und dieses nette Ding hier, Mixstab bzw. Pürierstab. Ich werde diese Banane schälen. Zack, zack, zack. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich übernehme gar keine Garantie für den Geschmack. Ich fand, es klang extrem lecker. Vor allen Dingen klingt es halt extrem easy, dieses ganze Ding. Deswegen habe ich mir gedacht, kann man das mal eben schnell machen. Ob es am Ende dann auch schmeckt, werde ich dann sehen und werde mich persönlich in diesem Video, falls es nicht so ist, bei der Person, die dieses Rezept reingestellt hat, beschweren. Falls nicht, werde ich mich natürlich auch bedanken. Ich bin so ein Volltrottel. Ja, ich habe die Banane aufgefangen mit meinem Knie. Ich kann nicht viel, aber das kann ich mir die Klamotten versauen. So, die Banane habe ich jetzt rausgetan. Die werde ich jetzt pürieren. In dem Rezept steht eigentlich, dass man die Banane matschen soll mit einem Löffel oder sowas, aber pürieren finde ich geiler. Ich püriere ja generell sehr gerne, wie man in der Vergangenheit auch schon feststellen konnte, an meinen Suppenrezept. Zum Beispiel. So, das sieht aber ziemlich wenig aus. Egal. Wir machen einfach mal weiter. Jetzt kommen die Mandeln dazu. Und das wird miteinander vermengt. Also ich bin sehr gespannt, weil das sieht echt erstens total wenig aus. Und was so Süßkram betrifft und auch Plätzchen und Kuchen und so, bin ich ja eher einer von der gierigen Sorte. Aber nun gut, vielleicht täuscht das und es ist gar nicht so wenig. Man weiß nicht, was ist da. Ich denke, das reicht. Ich mache das Ding hier mal los, weil die Mandelsplitter werde ich einfach nur mit einem Löffel unterrühren. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Idee mit dem Stabmixer doch ziemlich scheiße war von mir. Aus Fehlern lernt man. Also klar, zum Probieren der Banane ist doch geil, aber sonst, hier bleibt irgendwie alles hängen. Es sieht auch ein bisschen aus wie schon mal gegessen. Also ich mache ein paar Mandelsplitter da rein, weil ich glaube, das schmeckt ziemlich geil. Und außerdem ist dann da noch ein bisschen was Festes drin. Sonst ist es ja wirklich echt nur so eine breiige Masse. Vermengen. Vielleicht sollte ich eine eigene Kategorie machen und sie Pias unappetitlich ansehnliche Küche nennen oder irgendwie sowas, weil irgendwie habe ich so ein Faible für Sachen, die aussehen, als ob sie schon mal verdaut worden wären.
So, Olivenöl auf das Backblech. Verteilen. Das dürfte reichen. Und jetzt kleine Kleckse hier rausnehmen mit einem Teelöffel und die aufs Backblech. Machen. Eins. Und etwas platt drücken steht da. Ich nehme euch mal kurz näher hier mit ran. Ich habe jetzt das komplette Ding verteilt auf diesem Backblech. Es ist halt echt nicht viel. 12 Kekse, aber nun gut. Mal schauen, wie es wird. Dieser Spaß kommt jetzt für ca. 20 Minuten in den Ofen. Der Ofen war auf 200 Grad vorgeheizt. Und jetzt heißt es abwarten. So, während die Plätzchen ihre letzten Minuten ausbacken, möchte ich mal eben ganz kurz die Zeit nutzen, um mich bei Tommaso Schiavano zu bedanken. Auch eingeblendet hier, er hat nämlich einen Vorschlag gemacht, wie ich diese Kategorien meines Channels, in der ich immer koche und backe, nennen könnte. Und zwar sein Vorschlag, Pias Küchenstübchen. Finde ich ziemlich geil, übernehme ich so. Vielen Dank für diese Idee. Ich freue mich sehr. Die Frage ist jetzt, ich habe mir nämlich geilerweise, weil ich extrem schlau bin, parallel auch noch eine Uhr in meinem Handy gestellt, weil diese Küchenuhr manchmal ihre Tücken hat und einfach nicht klingelt, sondern erst, wenn man sie hochhebt. Das ist scheiße, wenn das Essen im Ofen schon schwarz ist. Aber sie klingelt! Es ist spannend! Tada! Ich finde, sie sehen lecker aus. Hier sind meine Bananen-Mandelkekse, komplett ohne tierische Zusätze. Was ich geil finde an diesem ganzen Ding oder an diesem ganzen Rezept, was ich da im Internet gefunden habe, ist einfach die Tatsache, dass es mega easy zu machen ist. Man braucht nicht viel, man muss halt gemahlene Mandeln haben, eine Banane und Mandelsplitter ja auch nur, wenn man Bock drauf hat. Aber da ist nicht extrem irgendwie Zucker drin oder so, halt nur über die Frucht. Jetzt muss ich nur noch gucken. Wie schmecken denn die? Und gleichzeitig gucke ich mal eben, von wem dieses Rezept war. Dieses Rezept hat Wasserschildkröte am 24.10.2013 bei chefkoch.de reingestellt. Da kann man es dann nochmal nachlesen. Also Wasserschildkröte an dieser Stelle. Vielen Dank für diese Idee. Es schmeckt mega lecker. Ladies and Gentlemen, jetzt wie immer, es ist an euch. Habt ihr es mitgekocht oder nachgekocht? Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie es euch gelungen ist und wie es euch auch geschmeckt hat. Habt ihr vielleicht eine Idee von irgendeinem Rezept, was ich gerne mal nachkochen soll? Schreibt es mir auch in die Kommentare. Wenn ihr Bock habt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Channel abonniert. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal bei Pias Küchenstübchen. Tommaso, vielen Dank.